Kennst du eigentlich schon mal eine eigene Nahrungsergänzungsmittel? Zum Beispiel Vitamin C, OPC. Das Besondere an diesen Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass es eine 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit hat. Mehr auf vitasomal.de. Wir sehen uns. Fuck, ey, ich bin eingepennt. Ich sollte den Baum bewachen. Welcher Tag ist heute? 8:30, ey. Ich muss immer so lachen, wenn ich sowas mache, ja. Das freut mich halt. Und viele sagen so, Patrick, du bist so unseriös geworden. Du machst immer so Einspielungen und so. Hey, das ist mein Job, okay? Ich rede dir auch nicht in deinen Job rein, okay? Und erstens, das Wichtigste im Leben ist, Spaß zu haben. Verstehst du, was ich meine? Du kannst noch so viel Luxusgüter oder sonst was haben, ja? Am Ende kommst du nur darauf an, wie viel Spaß hast du gehabt, ja, in deiner Welt, ja? Wie viel Freude hast du am Leben gehabt? Nur darauf kommt's an, ja? Und wenn ich was mache, was mir Freude macht, hey, dann mache ich das, okay? Wenn ihr auch der Meinung seid, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es auch noch lustig findet, was ich mache, umso schöner. Wir starten mit dem Video. Erster Satz der Studie direkt. Rotes Fleisch, ja, und wenig Gemüse korreliert dann dementsprechend mit erhöhtem Darmkrebsrisiko. Wie kann das anders sein? Jetzt frage ich mich, manche Menschen essen dann nur dieses Grünzeug und so weiter, um das zu negieren, was sie sonst noch essen, was ihnen sonst schaden würde. Warum lässt man das andere dann nicht einfach weg? Egal, ich werde es nie erfahren. Studie ganz, ganz interessant. Und zwar sehen wir hier... Chlorophyll und Chlorophyllin wurde getestet auf die Zytotoxizität von Häme. Ja, das ist die Hämoglobin, ja, das ist der Eisengruppe, ja, des roten Blutfarbstoffes. Ja. Und die ist dann eben zytotoxisch. So. Warum jetzt Chlorophyllin? Also mein Rohstofflieferant hat mich gefragt, Patrick, hast du nicht Interesse an diesem Stoff? Und ich kannte ihn überhaupt nicht. Ich wusste nicht, dass es verschiedene Chlorophylls gibt. Und wir arbeiten jetzt mal heraus, inwieweit dieser interessant sein könnte für uns, als später bei Vitasomal, als liposomales Supplement, für euch zu kriegen sein oder nicht. Das könnt ihr dann dementsprechend noch abstimmen am Ende des Videos. Also, ganz interessant fand ich, dass das Chlorophyllin ist ein Salz des Chlorophylls. Das heißt, es entsteht auch normal in der Pflanze, so ist es drin, aber der Unterschied ist, es ist wasserlöslich. Also Salze sind immer wasserlöslich. Ne? So. Und hier sehen wir zum Beispiel eine Studie, da sind drei Moleküle dann von denen auch aufgeführt. Ja, einmal das Hämoglobin, sehen wir mit dem Eisenatom in der Mitte, dann sehen wir das normale Chlorophyll mit dem Magnesium in der Mitte, ja? Und dann das dementsprechend das Chlorophyllin mit dem Kupfer in der Mitte. Die unterscheiden sich alle nicht, das heißt nur das Zentralatom ungefähr. Nicht ganz, sie unterscheiden sich schon etwas, ja. Es geht noch um die Seitenketten, die etwas anders sind, aber wenn ich das jetzt erklären würde, dann... Langweilig. In der Studie wird beschrieben, dass Eisen viel, viel reaktiver ist als Magnesium, ja. Und damit auch dann dementsprechend mehr Oxidation an Fettsäuren induzieren kann und dadurch auch Krebs und so weiter auslösen könnte, ja. Das kann man auch verifizieren. Ich als Chemiker, und zwar habe ich mir dann die Spannungsreihe einmal angeschaut, also von dem Standardpotenzial dieser einzelnen Metalle, und dann sieht hier zum Beispiel, dass das Eisen ja bei 0,41 liegt, im Positiven, ja, und dann dementsprechend das Magnesium bei minus 2,3 liegt. So, was heißt das jetzt? Wenn ein Stoff, je positiver ein Stoff ist, desto edler ist das Metall, desto weniger möchte es seine Elektronen abgeben und ist positiver. Versteht ihr? Weil das Elektronen sind negativ geladen, die sind... So kann man es jetzt ungefähr merken, ja. Das heißt, je negativer ein Stoff ist, desto unedler ist das Metall, desto leichter gibt es seine Elektronen ab. So, desto unreaktiver. Ja? Dementsprechend kurze Frage, Gold, richtig, muss dann sehr, sehr weit positiv sein, weil es sehr, sehr edel ist, ja, sehr, sehr teuer. So, seine Elektronen sehr, sehr gerne bei sich hält. So, schauen wir uns das Ganze mal in der Studie an, und zwar Krebs, also Tumor auftreten in der Kontrollgruppe 38, dann durch die Hämegruppe, ja, durch vermehrt rote Blutfarbstoff, ja, durch zum Beispiel Fleisch oder sowas, angehoben auf 60. Dann keinerlei Wirkung durch die Kupfervariante, keine Verbesserung. Durch Chlorophyll eine deutliche Verbesserung, ja, wieder auf 30, das heißt sogar eine noch Verringerung anstatt der Kontrollgruppe, trotz man dieses Rote zu sich führt. Unfassbare Wirkung von dem Chlorophyll. Dann wurde noch als weiteres, um es wirklich zu verifizieren, getestet, inwieweit den Stoffwechselprodukte ausgeschieden werden, die nicht metabolisiert sind, ja. Das heißt, wenn diese nicht metabolisiert sind, weiß man, okay, man hat diese Hämgruppe, diese Metabolismus nicht aufgenommen. Und je mehr davon ausgeschieden wird, desto besser, desto mehr verhindert es dieser Stoff, dass es Schäden anrichtet. Logisch, ja? So, und man sieht hier ganz klar, dass Chlorophyll das deutlich tut. Sehr viel wird ausgeschieden davon, von diesem Produkt wieder, ja? Und hingegen diese Kupfervariante es überhaupt nicht tut. Das sehen wir hier auch nochmal ganz kurz in Zahlen aufgeführt, ja? Also circa so 8 bei allen Katabolisationsfaktor, ja? Hingegen bei Chlorophyll nur circa 4.
Das heißt, um die Hälfte verringert. Und die Ausscheidung lag circa bei 1, Faktor 1, ja. Bei Chlorophyll dementsprechend Faktor 5, das heißt fünffach verhöht die Ausscheidung hier. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Ja, also diese Hemmgruppe, was induziert sie? Sie oxidiert so gesehen Fettsäuren, die Fettsäurenoxidation. So, jetzt kann man sich ganz logisch, wie ich schon vorhin gesagt habe, herleiten, dass das Chlorophyllin ist wasserlöslich. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, sich als Sandwich dazwischen zu klemmen, ja. Hier wurde auch so in der Studie geschrieben mit diesem Sandwich, sich dazwischen zu klemmen, um das zu verhindern, um die Fettoxidation zu verhindern, wenn etwas wasserlöslich ist und wenn es um Fett geht. Ja? Chlorophyll ist hingegen fettlöslich und kann dieses dadurch viel, viel besser tun. Das heißt, in diesem Szenario gewinnt definitiv das Chlorophyll. Ziehen wir ein kurzes Zwischenfazit. Chlorophyll ist fettlöslich, Chlorophyllin ist wasserlöslich. Rotes Fleisch induziert Fettoxidation und führt zu erhöhtem Darmkrebsrisiko. Da es sich um Fett handelt, ist es für einen wasserlöslichen Stoff sehr schwer, dies zu unterbinden. Daher ist das Chlorophyll überlegen. Nächste Studie, ja. So, jetzt kann man sagen, ist dieser Stoff jetzt überhaupt wirklich gut, dieses Chlorophyllin oder sonst was, wirkt der überhaupt? Und jetzt zeige ich euch mal, wie potent er wirklich ist. Und zwar in der Studie 12.000 Tiere, dann dementsprechend waren mal ausgesetzt, ja, die Benzocrisene, das sind krebserregende Stoffe. Und manche wurden dann dementsprechend mit Chlorophyll und manche mit Chlorophyllin behandelt. So. Und dann dementsprechend sieht man, was bei der Chlorophyllin-Gruppe, ja, in der Leber und in dem Magen am wenigsten Tumor auftreten. Das heißt, noch potenter als Chlorophyll selbst. Nächste Studie, ja. Blutarmut von Tieren. Hier sehen wir zum Beispiel Werte. Der Normalwert von Leukozyten, das heißt weißen Blutkörperchen. 6,42, dann die Blutarmut haben, ja, 2,71 durch hohe Gaben von Chlorophyllin. 5,7. Ja, hier auch zutreffend diese blutreinigende, blutaufbauende Wirkung, ja, von diesem Chlorophyll. Hier ganz klar zu sehen. Ja. Stammzellenproliferation, das heißt Zellteilung von wirklich Zellen, aus denen alles noch werden kann. Ja. Auch hier normal bei 40 Faktor 4, Faktor 40 dann dementsprechend erniedrigt bei der Blutarmut auf Faktor 4, ja, weil die nicht nachkommen, das Blut zu produzieren. So, und dann dementsprechend auf 30 wieder erhöht nach Chlorophyllin. Das heißt, wir sehen eine deutliche, spürbare Wirkung. Ja? Und auch hier sehen wir Mitochondrien zum Beispiel, die Membran von Mitochondrien. Da entstehen natürlich sehr, sehr viele oxidative Prozesse, weil natürlich sehr viel Zellatmung passiert. Sauerstoffspezienradikale entstehen da natürlich vermehrt. Ja? Gerade bei Einatmen von Sauerstoff entsteht Wasser und so weiter. Bei der Elektronenumverteilung habe ich im letzten Video alles erklärt. Und das wurde sozusagen ein bisschen beschleunigt durch Strahlung. Und man sieht hier, dass das Chlorophyllin diese Lipidoxidation komplett negieren konnte, ja, also wirklich komplett, ja, und das ist wirklich sehr bemerkenswert, finde ich, und das kann man natürlich auch sagen, dass es eine deutliche Wirkung hat. So, jetzt kann man sich fragen, woran liegt das? Also, Chlorophyll, wenn es dementsprechend durch den Verdauungstrakt wandert, passiert, dann entsteht Folgendes, es zerfällt. Und das steht sogar schon auf Wikipedia, bei normaler Konzentration, also, auftreten, also zusammenhängend, ich krieg es einfach nicht hin. Lassen wir drin, muss nicht rausschneiden. Ist gut. Bin auch keine Maschine. Bei dem Zusammentreffen auf Säure, ne, das heißt pH-Wert tiefen, zerfällt das Chlorophyll bereits. Steht sogar schon auf Wikipedia. So. Das heißt, in der Magensäure passiert das schon. Das erste Abbauprodukt, ja, ist Pheophytin. Dieses Pheophytin ist das erste Abbauprodukt von Chlorophyll. So. Also von Chlorophyll-Derivaten. Und Pheophytine sind nichts anderes als ein Chlorophyll, ne, ohne das Zentralatom. Ne? Das heißt, das ganze Molekül ist da, nur das Zentralatom ist weg. Und das sind die Pheophytine. Und jetzt wäre doch mal sehr, sehr spannend zu wissen, wie diese denn überhaupt wirken auf zum Beispiel antioxidative Wirkung oder sowas. Und genau so eine Studie habe ich gefunden, da wurde getestet Chlorophyll gegen diese Pheophytine, ja, das heißt ohne Zentralatom überhaupt. Und sehr, sehr spannend sehen wir hier, in der Positivkontrollgruppe wurde gewählt Curcumin, sehr gute Wahl, was natürlich sehr, sehr antioxidativ ist, ja, das heißt, dieser Stoff wirkt auf jeden Fall antioxidativ. Und man sieht, dass diese Pheophytine, das heißt dieses Molekül ohne Zentralatom, sogar noch stärker war als das Curcumin, natürlich auch deutlich stärker war als das Chlorophyll, ja. Von daher kommt es immer darauf an, was ich jetzt sagen will hier am Ende des Videos, was dein Körper daraus metabolisiert aus diesem Stoff. Nur darauf kommt es an. Und wenn die bestimmten Derivate alle das gleiche Stoffwechselendprodukt haben, dann wirken sie alle ungefähr ähnlich. Ja? Nicht ganz ähnlich sehen wir in verschiedenen Szenarien, wirkt das eine besser als das andere
Ne? Aber so in dem Maße kann man das ungefähr sagen. Man kann es auch nochmal als Beispiel nehmen, zum Beispiel Zitronensäure. Ist mit das sauerste Lebensmittel ever, ja, so 3,24 pH-Wert, das heißt sehr niedriger pH-Wert. Wird aber sehr basisverstoffwechselt, einer der basischsten Lebensmittel für unseren Körper. Weil, hier sehen wir in der Studie, das Stoffel Endprodukt von dieser dementsprechend Bicarbonate sind. Und das sind dementsprechend Basen, ja. Das heißt, es kommt immer darauf an, was du daraus machst und was dein Körper daraus macht. Und vielleicht nochmal ganz kurz, was du aus deinem Leben machst, weißt du? Egal, was du kriegst, wenn du eine Zitrone nur mal kriegst, dann hol dir halt einen Tequila von Leben und feier eine Party, weißt du? Nicht, dass ich Alkohol gut finde, aber ihr versteht das Bildnis, ja? Es ist immer, was man eben daraus macht. Denk mal vielleicht ein bisschen darüber nach. Man kann immer was Gutes, Schönes daraus irgendwie machen. Okay, kommen wir wieder zurück. Was ich damit sagen will, ist, auch schlechte Stoffe sind nicht giftig, sondern immer, was dein Körper daraus macht, die bei der Metabolisierung dieser Stoffe entstehen andere Stoffe, die wieder Körper giftig sind, nicht der Stoff selbst, okay? Das heißt, es kommt nur darauf an, was man daraus macht. Das heißt, beide Stoffe wirken definitiv sehr, sehr potent. So, was ich jetzt haben will, ich will natürlich für Liposomal, für meine Firma Vitasomal, ja, sehr gute Produkte entwickeln. So, jetzt ist das Dilemma, was ich habe, dass man Chlorophyll nicht extrahieren kann, weil es nicht stabil ist, so. Das heißt, das Schärfste, was man bekommt, ist so zwischen 5 und 10% Chlorophyllanteil aus Pflanzenextrakten. So. Will man das jetzt liposomal machen, ja, dann hat man ca. 92% noch was anderes drin. Oder will man letztendlich dieses Chlorophyllin haben und es liposomal machen, weil da kriegt man 99%. Man kann es höher konzentrieren, ja, wirkt dann aber vielleicht nicht gegen alle möglichen Szenarien. So, und ist natürlich auch ganz schön, bei den Liposomen wird das Ganze auch nochmal geschützt, ne, von der Magensäure. Das heißt, da zerfällt es schon mal auf keinen Fall nochmal und wird dann nicht auch da wirklich in die Zellen transportiert, wo es dann auch direkt wirken kann. Ne. Das heißt, eine sehr, sehr schöne Alternative. Ich bin noch zwiespaltig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr haben wollt. Ja, wollt ihr eher das Konzentriertere haben oder das, man muss auch sagen, guck mal, bei diesem Chlorophyll, es ist ja nicht schlecht direkt, ja, weil aus den Pflanzenextrakten. Man hat man zwar 92% auf was anderes, aber das sind ja nur gute Sachen, ja, auch Vitamine, Minerale und so weiter, sekundäre Pflanzenstoffe, ja, also so kann man es auch nicht sehen, aber man kann das Chlorophyll eben nicht so stark extrahieren, ja, das kann man eben leider nur beim Chlorophyllin. Ich weiß noch nicht, für was ich mich entscheide, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend bleiben. Sehr wichtig noch, schreibt es mir in die Kommentare, weil dann nehmt ihr auch automatisch an einem Gewinnspiel teil. Es kommt halt ein neues Produkt, ein Testprodukt, Vitasomal. Ich verrate noch nicht welches, wird super spannend. Ich schicke dann 3 Flaschen, im nächsten Video gebe ich die Gewinner bekannt, raus an die, die einfach mal mittesten können und mir gerne Feedback dazu geben können, ob es letztendlich dann auch schafft in die größere Produktion langfristig oder nicht. Aber halt, es gibt nicht nur Gewinnspiele auf Patricks YouTube-Kanal. Des Öfteren werden auch Gewinnspiele und Verlosungen in der Facebook-Gruppe Vitasomal, unsere liposomale Revolution, veranstaltet. Joint uns auf Facebook und seid immer up to date. Macht bei Gewinnspielen mit, erfahrt immer das Neueste zu den neuesten Produkten und Fakten und vieles, vieles mehr. Ach übrigens, demnächst gab es auf Facebook ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gab es ein Testsupplement, welches die Gewinner jetzt zugeschickt bekommen. Die glücklichen Gewinner hierbei sind Martin Rüth, Thomas Carlos, Oliver Tierbach, Michael Masik und Gernot Winkler. Herzlichen Glückwunsch! An alle anderen, die auch mal was gewinnen wollen, die sollten jetzt schleunigst der Facebook-Gruppe beitreten. Viel Glück beim nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen, dass es verschiedene Formen von Chlorophyll gibt und es immer darauf ankommt, wie die Stoffe verstoffwechselt werden. Ja, das ist immer das Allerwichtigste. Ja? Das heißt, man dann die Stoffe nicht im Vakuum betrachten muss, sondern was ist das Stoffwechselendprodukt und wie wirkt das Stoffwechselendprodukt auf den Körper. Ja? Das ist die Message hier, in dem Fall von uns, von mir. Dankeschön fürs Zusehen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr abonniert und dabei auf die Glocke drückt, damit ihr wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Nehmt sehr gerne am Gewinnspiel teil. Wir sehen uns auf vitasomal.de hoffentlich. Schaut mal vorbei, bei den Supplements. Würde mich sehr, sehr freuen dafür rüber. Der Fluch ist übrigens gebucht nach Nigeria, wo ich einen Brunnen gekauft habe. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber wir machen das schon. 9:30 Uhr, ey.